Willkommen zurück zu Resident Evil 5, die Söldner. Ja, mit dabei ist auch wieder das neue Micro von der Real Community. Ja, und jetzt kommt unsere Lieblingskarte. Das Raketengelände. Genau. Gibt ja viele, die mögen diese Karte nicht, aber wir finden, die ist einfach easy. Wir waren uns immer einig, dass man, als wir immer noch ein bisschen Versus gespielt haben, das war eigentlich, sagt dann immer, guter Anfang, damit fangen wir sofort an. Ja. Viele wollten dann immer das Dorf oder so. Haben wir kategorisch abgelehnt. Wir wollten immer hier mit anfangen oder hier mit enden. Das ist auch eine der Karten, wo Spieler zuerst das erste Mal geschafft haben, 1 Million Rings zu erringen. Deswegen ist die Karte nicht ganz unbeliebt, auch bei anderen Leuten, nicht? Jetzt muss ich mal gucken. Ich lauf hier mal eben drüber. Ja, man weiß natürlich, Lieblingskarte, ja, dann weiß ich natürlich, wo jede einzelne Zeit steht. Ja, weil man es halt oft gespielt, weil es halt eine Lieblingskarte ist. Fangen wir an mit den 90 Sekunden. Da kommen schon die ersten. Die mir nichts können, gehe ich eben mal hier wieder hoch, spring hier runter. Ja. So, hier noch mal 3 Sekunden dazu, glaube ich. Ja, schon 36er. Tatsächlich mit seiner hässlichen Flasche getroffen. Können Flaschen hässlich sein? Ja, vor allem wenn der Zombie so vorher ausgesuppelt hat. Das war doch nicht der, den wir in der Folge 1 gesehen haben, der da getrunken hat, was noch? Mhm. Wo ich erst dachte, das ist der andere, aber dann sagtest du. Ja, genau. Sagtest du ja. Aber es war geil, dass der wirklich so, so an der Tür. Ich höre den Gatling. Wo ist er? Wo ist er? Hier oben bestimmt. Oben beim Laufband ist der. Ja, da gehe ich jetzt hoch. Kommt er jetzt auch mal hin? Oh, da unten ist er. Hä, da unten? Boah, ich war gerade voll in einem Bug gefangen. Beim Bug gefangen? Nee, da hinten ist er. Wo ist denn der? Ah, ich hab ihn gleich. Wenn mir nicht von hinten hier einer. Oh, jetzt muss ich mir erstmal heilen. Uiuiui. Oh. Jetzt wird's aber knapp. Ach, scheiße. Ja, das ist so unsere Lieblingskarte. Ja. Da habe ich mir wieder zu viel zugetraut. Keine Ahnung, wo du bist. Ach komm, hier Schlag zu. Da bist du, ne, da komme ich nicht mehr hin. Siehst du ja die ganzen Massen hier oben. Ja. Plus Gatling, aber den hätte ich, ich glaube, ein Pfeil hätte der Kunde mir nicht von hinten inne, hätte ich den noch erwischt. So, das können wir wegdrücken. Wenn wir Josh unterwegs mit dem Hubschrauber zu unserer Position. Schön für ihn. So. Nur mal schnell die. Jetzt werde ich mal ein bisschen mehr aufpassen. Ich könnte mir jetzt schon eben ein rot-grünes Kraut mixen. Ja, ich hätte mir auch, aber warte mal, ich mach mal Folgendes. Ich werde mal das Heilspray auf den Schnellplatz legen.
mir das nicht wieder passiert. Das ist nämlich immer das Problem. Ich will dann versuchen, in Sicherheit zu rennen. Und dann das Halsband auszuwählen wahrscheinlich. Ja, um ins Menü zu gehen. So. Und ihr schmeißt da unten lustig mit. Ich habe tatsächlich jetzt mit dem Bogen das Dynamit getroffen. was er schon losgeschmissen hat. Sind noch erwischt oder nicht? Naja. Der ist auch noch explodiert dabei. Ja, und der hat sich geschafft. Wie dumm. So, ich gehe mal jetzt hier hoch. Oh, hier ist so ein Gatling-Mann. Jetzt ist er runtergesprungen. Kommt er auch wieder hoch? Ja, er kommt wieder hoch. So, mein Freund. Zack. 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 Kriegst du meinen Schuh in die Fresse. Und jetzt bist du tot. Ja gut, jetzt hält mich jeder fest, aber kein Problem. Ich bin Sheva. Hallo, Ma. Kriegst du Pfeil in den Arsch. Das war eigentlich immer mein Satz. Ich bin Sheva, hallo, Ma. So, jetzt werde ich mal weiter rennen. Erstmal hier hin. Na, was willst du denn hier? So, jetzt könnte ich eigentlich in der geheimen Tür da mal gucken. Da sind zwar auch welche, aber da ist noch Zeit. Wolltest du hier Dynamit zünden? Aua. Hier habe ich die Tür gründlich versaut. Dem auch. War eigentlich normalerweise das Huhn immer? Ach nee, das war unten, ne? Habe ich schon. So. Stirb mal ganz geschmeidig. Ach, da bist du. Okay. Wie geht meine Ammunition aus? Bringst du aber ganz schön viele mit hier. Ja, ich bin der Reiseveranstalter und so kam man eben. Und ja, wir waren halt gerade beim Aussteigen. Ah, hier drüben liegt noch Schrot, wenn du wieder zurückspringst. Ich mache mal eine kleine Runde. Hier unten ist noch ein Heilspray, das lasse ich mal liegen für dich. Ich habe schon Heilspray und Ei noch dabei, also kannst du euch nehmen, Luis. Ja, ich habe auch zwei Heilsprays. Eins von Hause aus und eins durch den Gärtigen Typ wahrscheinlich. Netro. Grenades. Jetzt wollen sie mir aber hier auf den Schlipper gehen, oder? So nicht. Scheiße, ich kann dich nicht anfragen. Scheiße. Ja, Gatling Gun Margini. Den kriegst du auch platt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich geh mal hier hinten gucken. Hast du da hinten aus dem Feuer schon die? Ja. Oh, du musst dich heilen. Ja, hier. Ich esse mal meine Eier. Der ist alt, der Witz. Ja, erwischt mich auch noch.
Mir ist jetzt tatsächlich die Magnum-Munition ausgegangen. Warte mal, ich hab glaube ich noch eine, oder? Ja, 6 Schuss. Ich bin auch voll gerade, Moment. Lass mich mal gucken. Ich werfe das rote Kraut weg. Ja, ich bin gerade beschäftigt. Olinavo! So ein paar Strolche. Bist du auf dem Förderband? Abstairs bin ich. Da, wo du eben warst. Wie oben oder was? Ja. Ach, immer noch. Mhm. Okay. Ja. Komm ich mal hoch. Ich schieße auf Granaten. Wo ist denn Gatling? Komm hoch hier. Ist auch schon da. Du bist nicht Gatling, geh runter. Ah ja. Ja, es ist Gatling. Au. Rhino Charge! Wow! Oh, nicht tot. Der ist zu viel, ganz eindeutig, er ist zerplatzt. Aber dass er so einen Sprung mit dem Gewicht hinkriegt, ne? Ja, das ist doch beeindruckend. Und ein bisschen verängstigend. Da, nimm ein Halsspray, was er gedroppt hat. Kann ich das nehmen? Okay, nehme ich das mal. Ich habe zwar auch keins mehr, aber ich glaube, unten liegt das noch, ne? Und, ja, das könnte da noch liegen. Das kann gut sein. Hol ich mir mal sicherheitshalber. Ich habe mich jetzt tot heilen damit. Ja. Ich habe noch nie gehört, dass jemand tot geheilt hat, aber. Was? Hab ich doch gar nicht. Oder? Hat, doch, hab ich. Brauchst du die? Nee. Brauch die jetzt nicht. Kann ich auch gar nicht verwenden. Oder? Hilfe. Müssen wir wieder mal hinten gucken, da war. Hier, ich geb dir mal eins. Von meinem wertvollen Heilspreis. Jetzt hab ich zwei. Damit ich das machen kann. Nee. Oh, hier kommen noch.
Bist du da eben weggeflogen? Ja. Ei, Granada. Granos. Sind nicht die Granados, sind die Granados. ob wir diesmal wieder SS schaffen? Keine Ahnung. Eigentlich müssten wir hier SS schaffen, weil es ist ja unser Lieblingskarte. Also wenn wir mit dem normalen A-Rang heimgehen, ist das... Aua. Also jetzt aber gut hier. So. Sieht das auch schon... Dann gehe ich mal wieder hoch. Ja. Dürften jetzt oben kommen, ne? Ach, da unten ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Ich habe schon wieder keine Sonnenbrille mehr auf. Das darf nicht wahr sein. Ich gehe mal hinter aufs Förderband. Ist keiner. Hier kommt keiner mehr raus. Warum nicht? Hallo. Udi Maligalli. Irgendwo steht er. Ich. Hier bei mir. Einer. Das hat so noch gereicht hier. Das war der letzte. Da war nochmal eine gute Runde. Ja, und natürlich wieder SS-Rang. Ja. Obwohl wir die Punkte da unten eigentlich nicht wirklich nicht mehr brauchen. Ja. Aber schön zu wissen, dass man es noch drauf hat. Ja. Ja, dann sagen wir tschüss bis zur nächsten Karte. Wenn wir einen romantischen Ausflug auf das Schiffdeck machen. Genau, mit die lieben Kettensägen-Freaks. Richtig. Ja, ciao. Ciao.